Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie immer habe ich für euch einen spannenden Interviewgast vorbereitet. Es geht heute um Matthias Petri und seine Gründergeschichte. Wir tauchen ziemlich tief ein in eine spannende Geschichte, wie ich finde, und die eine ziemlich große Spannweite hat. Denn auf der einen Seite ist Matthias damals gestartet, gemeinsam mit seinem Bruder, als er selbst noch Beamter war, vollkommen sicheres Arbeitsverhältnis, beste Aussichten, tolle Karrierechancen, hat dann aber den Sprung ins kalte Wasser gewagt und nach eine Firma entwickelt und ausgebaut, die mittlerweile über 14 Mitarbeiter hat. Also ein tolles Team, tolles Produkt, witziger Kerl, wie ich finde, und vor allem unfassbar motivierend. Ich habe mir nicht nur viel Motivation mitgenommen, sondern auch noch sehr viele inhaltliche Dinge mitgeschrieben, und ich denke auch, du kannst dir hier sehr viel abschauen, die du in deinem Unternehmen oder deinem Projekt verwenden kannst. Ganz konkret haben mich ein paar Sachen sehr beeindruckt, vor allem, dass sie innerhalb kurzer Zeit wirklich die KI-Technologien in ihrem Unternehmen nutzen und anwenden, zum Beispiel, um jetzt in Kürze in über 100 Sprachen ihre Plattform zu launchen. Also das fand ich persönlich sehr beeindruckend, hier nicht nur bewundernd am Rand zu stehen, wie andere das machen, um ein bisschen damit rumzuspielen, sondern wirklich im Geschäftsalltag zu sagen, wir haben eine Chance, müssen das jetzt nutzen, an der vordersten Front dabei sein. Da sprechen wir ziemlich viel drüber, aber auch die allgemeine Entwicklung im Bereich Online-Unternehmertum und Plattformökonomie und so weiter. Sehr viele spannende Themen und auch Ansichten dabei. Manches war für mich auch neu. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Spaß und viel Inspiration. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, noch ein ganz kurzer Hinweis auf unseren heutigen Partner, der das Ganze möglich macht. Das ist das Buchhaltungs- und Rechnungsprogramm Sef. Desk mal wieder. Der ein oder andere, der hier länger zuhört, kennt es und weiß, das ist das Rechnungs- und Buchhaltungstool, das ich verwende, um Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, leider manchmal auch Mahnungen zu schreiben. Das Ganze ist aber wirklich optisch hübsch, toll zu verwenden, hat einen guten Funktionsumfang, und von ganz kleinem Unternehmen, der wirklich einfach nur Angebote und Rechnungen schreibt, bis hin zur vollen Buchhaltung, kann man damit alles abbilden. Das Ganze zu einem ohnehin günstigen Preis. Wer hier bei uns zuschaut oder zuhört in der Audiovariante, der bekommt exklusiv 50% Rabatt auf sämtliche Tarife über den Link in der Beschreibungsbox. Ihr müsst aber natürlich nicht die Katze im Sack kaufen, sondern es gibt die Möglichkeit, 14 Tage unverbindlich kostenlos das Ganze zu testen. Auch dazu findet ihr den Link in der Beschreibungsbox bzw. bei den Podcast-Leuten in den Shownotes. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir starten mal direkt in die Folge. Viel Spaß mit Matthias Petri und seinem Unternehmen. Hallo Matthias, schön, dass du heute da bist und dir Zeit für uns und die Unternehmerkanal-Community genommen hast. Ich freue mich total auf die heutige Aufnahme. Bevor wir damit starten und ich meine Fragen loswerden kann, die ich hier schon voraus vorbereitet habe, gib uns doch mal ein ganz kurzes Intro zu dir als Person. Wer bist du, wie heißt du, was machst du so den ganzen lieben langen Tag lang? Lieber Henrik, erstmal vielen Dank, dass ich heute bei dir Podcast-Gast sein darf. Ich bin 40 Jahre alt, bin Geschäftsführer einer kleinen Firma mit 14 Leuten aktuell und Vater von 3 Kindern, verheiratet, also glücklich im Landleben hier an der Müritz, ja, wunderschönes Tourismusort. Und was wir machen, wir sind halt in der Digitalbank unterwegs. Das heißt, wir haben 2 Geschäftsmodelle, einmal ein Agenturkundengeschäft, das heißt, wir bauen Websites, Online-Shops, Broschüren, Flyer, 3D-Visualisierung, aber wir haben auch ein eigenes Abo-Modell und E-Commerce-Modell, womit wir anderen Agenturen, anderen Leuten im Marketing etc. Inhalte offerieren, das heißt Videotrainings, Designvorlagen, Assets, all das, was der kreativ Arbeitende mit spezieller Software von Adobe, von Google oder von Affinity etc. braucht. Und das ist genau das, was wir jeden Tag machen. Super, da waren schon ein paar Sachen drin, wo ich auf jeden Fall gleich ein bisschen weiter reinbohren möchte. Aber bevor wir darüber sprechen, wie es jetzt ist, würde ich gerne noch mal ein bisschen die Rolle rückwärts machen und die Frage stellen, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? Weil ich weiß aus dem persönlichen Gespräch, wo wir uns kennengelernt haben, du warst früher mal Polizist, ganz konservativ Beamter, rosige Aussichten, die Beamtenkarriereleiter hochzuklettern. Jetzt sitzt du da im Startup-Büro entspannt im T-Shirt und hast gerade keine Schicht und bist irgendwo auf Streife unterwegs. Deswegen die Frage, wie kam es denn dazu? Vielleicht magst du uns da mal mitnehmen in die Zeit zurück. Ja, tatsächlich, wenn ich zurück überlege, sehe ich jetzt auch mit meinen Söhnen, mein ältester ist 15, was empfiehlt man sein Kind? So, mein Vater hat empfohlen, geh mal zur Polizei, weil er wahrscheinlich selbst immer Polizist werden wollte. Ja. Und ich hatte nicht so richtig einen Plan gehabt während meiner Abi-Zeit und habe gesagt, okay, ich bewerbe mich da, und tatsächlich hat es geklappt und hatte eine super coole Studienzeit da und war danach tatsächlich auch eine auf der Straße. War dann auch woanders noch, das heißt beim G8-Gipfel und auch beim Bush-Besuch. Also hier in der MV war er Austragungsort von einer von George W. Bush, als er uns besucht hatte in Deutschland, und auch vom G8-Gipfel. Da war ich im Vorbereitungsstab und danach war ich noch einer Pressesprecher. Und dann irgendwie habe ich so den Absprung geschafft. Also tatsächlich, ja, zuletzt war ich Oberkommissar gewesen mit 25
Und war eine coole Zeit, ehrlich gesagt. Also war halt was ganz anderes als heute. War eine große Organisation. Und wie du sagst, ich sitze hier im T-Shirt. Damals war es die Uniform. Und zurückblickend muss ich sagen, ich war 25 Jahre alt und dachte, boah, möchte ich das jetzt noch 40 Jahre machen? Aber dafür ist es eben eigentlich so bunt für nur diese eine Uniformfarbe. Ja. Und es hatte sich ja damals tatsächlich auch schon so die Möglichkeit erarbeitet. Also wir hatten ja so ein Online-Forum für Bildbearbeitung. Mein Bruder und ich, mein Bruder ist Webdesigner von der Ausbildung her. Und wir hatten ein Online-Forum für Photoshop ins Leben gerufen, psgtutorials.de. Wer mal auf Google nach Photoshop-Inhalten gesucht hat, hat uns bestimmt mal gefunden, ganz beiläufig. Und das war eigentlich so, wo ich dachte, boah, da ergibt sich eine Chance, ja, und man ist Mitte 20 und sagt sich, was hat man zu verlieren? Man wurde noch gerade noch befördert und noch Lebenszeitbeamter und wir machen uns selbstständig. Ja, das kam so auf der Elternzeit mit meinen Ältesten, ich war da unterwegs, also ist genau 15 Jahre jetzt auch her, tatsächlich. Und ich war 4 Monate in Elternzeit und habe dann überlegt, ey, mache ich doch noch was anderes? Ja, und so kam es dann. Ja. Alle haben mich für verrückt gehalten, meine Eltern, mein Vater war sehr enttäuscht. Aber das ist live, ja. Und Ja, glaube ich. Das ist nicht so einfach zu verkaufen, vor allem, wenn man in seinem Umfeld sehr viel sicherheitsbedürftige Menschen hat, auch wenn man das selber nicht ist, aber das Umfeld ist es dann vielleicht doch. Also zum Beispiel Eltern, Partner, Freundeskreis ist ja dann wahrscheinlich auch dementsprechend, kann ich mir schon vorstellen. Das ist nicht nur auf große Begeisterung gestoßen. Überhaupt nicht, weil man muss ja vorstellen, wir haben ja diese ostdeutsche Herkunft und diese Prägung. Man hat erlebt, wie ein Staat untergeht. Und deswegen, glaube ich, war bei den Ostdeutschen das Sicherheitsbedürfnis viel, viel intensiver, gerade bei der Elterngeneration. Wir merken das ja gar nicht mehr. Ich war 6 Jahre, da war die Wende. Für mich ist das halt sehr weit entfernt, aber für meine Eltern war das echt ein Fakt, ja, mit Arbeitslosigkeit etc. in den 90ern und daher können wir es überhaupt nicht verstehen, was so läuft. Aber war eine schöne Zeit bei der Polizei, war recht gut. Also ich bin nicht gegangen, weil ich unzufrieden war, sondern ich bin gegangen, weil das Leben einfach noch mehr bietet, so denke ich einfach. Ja, super, super spannend und gibt wahrscheinlich auch einige Fähigkeiten und Dinge, die du mitgenommen hast aus der Zeit, die du jetzt heute als Selbstständiger und Unternehmer auch gut gebrauchen kannst. Ich möchte an einer Sache noch mal ein bisschen einhaken. Du hast vorhin ganz so im Nebensatz gesagt, ja, da hatten wir so ein Forum, psdtutorials.de. Vielleicht hat es mal der ein oder andere gesehen. Ich glaube, das war ein bisschen tief gestapelt. Ich habe das nämlich als jemand, der mit Photoshop und so weiter nicht super viel zu tun hat, der das auch nicht gut kann, aber einfach nur diese Programme mal verwendet hat, egal was ich gegoogelt habe in diesem Umfeld, ich bin immer auf eurer Seite gelandet. Vielleicht magst du uns da nochmal ganz kurz mitnehmen, wie seid ihr dazu gekommen, wie macht man das? Was war damals eure Strategie und Mission sozusagen? Vielleicht ist ja auch ein spannendes Projekt, was vielen Menschen unfassbar viel weitergeholfen hat und was vielleicht auch finanziell interessant war. Das war tatsächlich auch so der Grundstein von allem, was wir heute tun. Und das war 2002, da hat mein Bruder als Übungsprojekt für seine Webdesign-Fortbildung eine Website mit Photoshop gebaut. Und das war tatsächlich PSD-Tutorials in der ersten Version. Und das war damals einfach hart gecodet. Und da hat er so erste Tutorials einfach aus dem englischen Bereich übersetzt und online gebracht. Und irgendwann, er hat da noch gearbeitet in Göttingen, also gar nicht so weit entfernt von dir, im ASC Göttingen, größter Sportverein Niedersachsens, ja. Da hat er in der Verwaltung gearbeitet, tatsächlich. Und da hat er dann mit PHP New die Website gebaut. Und hat er das auch für PSD Tutorials gemacht. Und so wurde dann ein Forum raus mit Community. Und es war unfassbar, die Zeit damals. Bis 2010 war so die Blütezeit. Da gab es ja noch kein YouTube hier, Facebook, Instagram, TikTok etc. Da hatten wir zeitweise 45.000 Leute am Tag online. Und bis draufgegangen hast du gesehen, 1.500 Leute sind gerade in diesem Moment online. Unfassbar. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, Mann, was hat man die Reichweite verschenkt? Ne? Warum hat man nicht intensiv ein Geschäftsmodell rausgebaut? Und das war ja dann so, hat man eine erste Lern-DVD produziert und noch eine. Und nach einem halben Jahr mal noch eine. Das hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ne? Und deswegen war es auch relativ einfach zu sagen, hey komm, wir verlassen unsere Arbeitsstellen, die wir haben, machen uns voll selbstständig, weil wir schon was nebenbei hatten. Ich war beim Behördenleiter damals, habe gesagt, ich möchte Nebentätigkeit machen. Und die Einkünfte, die wir erzielt haben, haben wir direkt immer schon ins Portal wieder investiert, so, weil ich ja mein Einkommen hatte. Und deswegen hat man schon parallel aufgebaut. Und dann, ich hatte ja Glück, tatsächlich bei der Polizei, sowohl beim Buschbesuch als auch beim G8, als auch in der Presseabteilung. Ich hatte immer einen Internetrechner, was bei der Polizei zu der Zeit absolut die Ausnahme war. Und so hat man dann parallel schon so ein bisschen die eigene Website aufgebaut. Ja, und so war das, ne? Selbstverständlich nach der bezahlten Arbeitszeit, nehme ich an. Ja, natürlich, natürlich. Aber ist alles schon verjährt. Ja.
Okay. Ja, das war eine tolle Zeit damals. Mit dem Forum, und man muss sagen, leider hatte alles so seine Blütezeit gehabt. Die Blogs hatten ja so die Blütezeit, die Foren. Heute fristen die eher so Nischen daran. Aber wir sind heute tatsächlich immer noch da. Also wir sind immer noch da mit dem Forum. Es ist immer noch ein bisschen Bewegung drauf. Wir haben am Tag 8.000 Besucher. Ist natürlich auch nicht ohne, aber im Vergleich zu den Höchstzeiten ist es halt sehr wenig. Ab 8.000 Besucher, sage ich mir, ist schon okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Website-Betreiber wünschen sich, dass mal 8.000 Leute am Tag auf ihre Seite kommen. Von daher würde ich schon sagen, dass das nach wie vor eine gute Leistung ist. Aber trotzdem muss ich da noch ein bisschen weiter drin rumstochern. Und zwar, du hast jetzt gesagt, ja, man hätte da die Reichweite haben wir verschenkt, man hätte da ein viel besseres Geschäftsmodell draus bauen können. Ja. Du hast jetzt dann auch gesagt, ihr habt Lern-DVDs verkauft, also sozusagen Online-Kurse, würde man sie heute nennen. Damals war es halt DVD-Kurse, immerhin keine VHS-Kassette. Ja, aber vielleicht magst du noch ein bisschen tiefer reingehen, was das Geschäftsmodell war, die Erlösstruktur damals und vor allem jetzt mit deinem heutigen Wissen, ja, viele Jahre später, was würdest du heute daraus bauen und was würdest du jemandem empfehlen, der vor 20 Jahren so ein Forum gehabt hätte? Ja, vor 20 Jahren sehr schnell, heute geht man ja ganz anders an unsere Website ran, auch aus unserem Agenturwissen heraus. Die Website muss immer klar definieren, was ist eigentlich der Call to Action an den Besucher. Das heißt, was ist dann das Wunschverhalten, was auslösen soll, wenn er auf der Website ist. Ne? Und wenn er heute bei uns im Forum ist, dann soll er natürlich irgendwie in Interaktion treten. Er soll Fragen stellen, Fragen beantworten oder in den Newsletter rein. Das ist halt optimal. Und mit so einer Reichweite, alle in den Newsletter, wir hatten in Summe tatsächlich über 850.000 registrierte Mitglieder. Und davon war ein Drittel war bei uns im Newsletter drin. Und damit kann man echt was anfangen. Ne? Also wenn man halt einen Newsletter hat, der sechsstellige Verteiler hat, mit einer Öffnungsrate von 40%, dann knallt es richtig, wenn man da mal die eigenen neu produzierten Lern-DVD anpreist. Und das war damals wirklich so, weil es hat da richtig geknallt. Und wir waren da viel zu zögerlich. Heute sagen wir, jeden Tag kann ein Newsletter rausgeschickt werden. Ne? Damals hat man gesagt, einmal im Monat reicht. Und dann irgendwann alle zwei Wochen. Unfassbar, das meine ich halt mit Reichweite verschenkt. Also wer so viel Reichweite hat, der muss versuchen, die Leute in die eigene Liste reinzubekommen. Und das ist das Wichtigste. So, dann hat man keine Gatekeeper wie Google, wie Facebook etc. Ja. Und wer sie selbst verwalten kann, das ist schon viel wert. Heute klappt es aber nicht mehr so einfach mit den Lern-DVDs. Wir haben auch nach wie vor sehr, sehr viele Lern-DVDs, die jetzt bei tutkit.com. Die Zeit ist aber ein bisschen vorbei. Jetzt, wenn ich was lernen möchte, videobasiert, gehe ich auf YouTube, kriegst kostenlos in einer tollen Qualität, teilweise besser oder teilweise sogar viel besser als unsere eigenen Sachen, kann ich so gestehen. Also die Leute machen tolle Sachen. Wir machen auch tolle Sachen, aber uns muss man bezahlen dafür. Ja gut, ich glaube, es ist auch mal eine Frage, nach was für eine Information suche ich jetzt gerade? Wie tief gehe ich rein? Wenn ich wirklich einen komplett neuen Skill lernen möchte, bin ich da vielleicht dafür bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen? Wenn ich jetzt einfach nur wissen möchte, wie tausche ich meinen Spülkasten vom WC aus oder so, da würde ich jetzt keine 19 Euro für eine Anleitung bezahlen, sondern da gucke ich mir kurz das YouTube-Video von Dirk Hobein an, der also wirklich der Nummer 1 Handwerks-YouTuber ist oder so, dann habe ich in 12 Minuten alle Infos, die ich brauche. Ich möchte das vorhin noch mal ein bisschen unterstreichen, was du gesagt hast, weil das wieder im Nebensatz war, aber glaube ich super wichtig zu verstehen, gerade für alle Leute, die neu im Bereich Online-Unternehmertum sind. Das ist auch eine Sache, für die ich leider ein bisschen lange gebraucht habe, zu verstehen, ist, dass halt, dass du ganz häufig als Unternehmen für Zugang zu deiner Zielgruppe bezahlst oder jemand anders dazwischen steht. Ganz egal, auf welche Plattform du dich bewegst, ob du ein Online-Händler bist und viel über Amazon verkaufst, ob du YouTuber bist, wie ich jetzt in dem Fall, und darauf hoffst, dass der Algorithmus das Video passend ausspielt. Diese Firmen entscheiden dann jeweils einfach, wer deine Inhalte sieht, in welcher Frequenz, an welcher Platzierung und zu welchem Zeitpunkt. Sobald du aber die Möglichkeit hast, das selber zu bestimmen, ohne irgendwen dazwischen, das ist wirklich wie bares Gold. Und Aufmerksamkeit von Menschen ist ganz häufig das Produkt, egal welches Geschäftsmodell man sich anschaut. Auch sowas wie YouTube, nehmen wir das mal, weil es eben auch bei dir gefallen ist. Da ist eigentlich ja der Zuschauer, der Nutzer ist das Produkt, weil dem einfach die passenden Werbeanzeigen vorgesetzt werden und die Aufmerksamkeit wird verkauft an andere Firmen. Das finde ich total wichtig zu verstehen, dieser Hinweis hin zum Aufbau einer eigenen E-Mail-Liste oder auch, wir haben auch eine Firma, die viel mit älteren Menschen in Kontakt tritt, da ist tatsächlich die Postadressenliste ähnlich wertvoll, weil wir über Printmailings da noch ganz gute Ergebnisse erzielen oder auch Telefonanrufe.
Das ist tatsächlich, es geht nicht um Enkeltrick übrigens, aber das ist tatsächlich unfassbar wertvoll für jeden, der irgendwie im Bereich Online-Unternehmertum was machen will, zu verstehen, dass die Zugangsmöglichkeit zu deiner Zielgruppe, die ist wirklich bares Geld wert. Und ja, das wird vor allem von Tag zu Tag immer stärker, weil die Algorithmen immer restriktiver werden und einen immer mehr dazu zwingen, als Firma für Aufmerksamkeit zu bezahlen. Absolut, absolut. Sicher bei uns bei Facebook, wir haben auf unserer Facebook-Seite 40.000 Fans, wir haben verschiedene Facebook-Gruppen. Insgesamt haben wir so wahrscheinlich 100.000 Leute, die Facebook, die wir erreichen. Aber wenn ich da poste, erreiche ich nicht mal ein Zehntel. Ne? Und wenn ich nicht bezahle, das sei ein Unding. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt zu tief reingehen, aber in Amerika ist es ja schon so, es gibt die Free Listings, das sind diese Produktplatzierungen. Wenn ich jetzt nach einem Produkt suche, dann sieht man ja diese Bilder, dieses Bild-Widget, ja, und da sind manche, haben schon diesen Produkt-Tag. Ich drücke heute drauf, dann kann ich in den Shop reingehen und mir dieses Produkt kaufen. In Amerika ist es jetzt schon so, dass Google mir anbietet, möchtest du das Produkt direkt kaufen über Google? Du hast zwar dann die Kunden, den Kundenvertrag mit dem Shop, ja, aber du wickelst alles über Google ab, das heißt, du musst gar nicht mehr in den Shop reingehen. Und was passiert jetzt, wenn man das mal zu Ende denkt? Die werden degradiert zu Warenlagern für Google. Google möchte Amazon angreifen, möchte Alibaba angreifen und das wird Google gelingen, aber eigentlich verlieren wir damit die Kundenbeziehung, ja. Und deswegen muss man halt noch schneller versuchen, die Leute in die Liste reinzubekommen, in die eigene Liste, weil ich glaube, was auf uns zukommen wird, wird weiter halt diese Plattformökonomie sein, dass wir diese Gatekeeper haben, die darüber entscheiden, ob ich noch eine Bestellung irgendwie abbekomme oder nicht. Und eigentlich ist das ziemlich gruselig, was da so kommt. Aber das ist jetzt in Amerika und es wird nicht mehr lange dauern. Ich glaube, es geht nur noch Monate, dann wird das hier auch im deutschen Markt ausgerollt. Deswegen, ja, wir können es alle warm anziehen, glaube ich wirklich. Und deswegen muss man hinterher sein, wirklich die da sind, wirklich schnell zu konvertieren zu Newsletter-Kunden oder in welcher Form auch immer, ja. Aber dass man selbst die Kundenbeziehung zu denen pflegen kann. Die Kundenbeziehung besitzen, ja, definitiv, ja. Bin ich 100% bei dir. Und wer jetzt denkt, ja, ach, das ist ja nur im Online-Bereich und die Online-Shop-Leute und die hier irgendwelche Online-Infomaterialien verkaufen wollen, ja, die mag ich eh nicht, die sollen ruhig verlieren, ist okay. Das weitet sich mittlerweile halt auch auf viel, viel weitere Branchen aus. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Amazon USA als Beispiel, wo man mittlerweile für Standard-Handwerksdienstleistungen zum Festpreis bei Amazon einen Handwerker bestellen kann. Also zum Beispiel Austausch meines Siphons, meine Spüle ist undicht. Dann kann man das buchen, inklusive Material. Man wählt direkt im Amazon-Checkout den Termin aus, wann die Person da sein soll. Und man wird eigentlich als Handlanger degradiert sozusagen. Ja. Und so auch da... Klar, da hat man natürlich vor Ort nochmal die 1-zu-1-Interaktion, kann eine Telefonnummer austauschen oder irgendwas, aber das ist eine allgemeine Bewegung in diese Richtung, die für ganz, ganz viele Unternehmen, glaube ich, sehr interessant und herausfordernd wird. Ja, stimmt. Interessant und herausfordernd ist schon ein positives Szenario, so sagt es. Ja, naja. Definitiv. Ja. Ja, wir werden sehen. Aber tatsächlich, man muss ja sagen, auch die heutige Zeit mit allen Zwängen bietet ja auch tatsächlich Optionen. Wenn ich sehe, KI, für viele ist KI wahrscheinlich so ein Schreckgespenst. Wir nutzen es intensivst für Texte, für Bilder, aber auch für jetzt Mehrsprachigkeit und man muss es einfach nutzen, was da ist. Ne? Ja, und da kannst du sicher sein, genau zu der Aussage werde ich dich gleich noch ein bisschen löchern. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mal ein kleines bisschen zurückblicken. Du hast gesagt, okay, ihr habt dieses Forum aufgebaut. Bis ungefähr 2010 war so der Peak von der Reichweite. Knapp 45.000 User am Tag, also super Leistung. Dafür ziehe ich nochmal meinen virtuellen Hut. Das ist wirklich schon brachial, weil in dem Bereich kam das ja wahrscheinlich alles über organische Suchanfragen, über organischen Traffic, über Google und andere Suchmaschinen. Und wahrscheinlich habt ihr keine Werbung geschaltet oder irgendwas. Nee, gar nicht. Was wir noch gemacht haben, wir hatten sogar ein paar Liebhaberprojekte. Wir hatten ein eigenes Grafikmagazin rausgebaut, das PDF. Das war ganz cool. Untereinander hat man sie auch gern verlinkt noch damals. Also die ganzen Backlinks, die wir heute noch haben, die rühren alle von der Zeit von damals noch. Vor 15 Jahren war halt eine gute Zeit. Also Werbung haben wir nie geschaltet. Und interessant war natürlich, wir waren offen für Werbung. Also Firmen haben uns Werbung geschaltet. Und das war tatsächlich auch noch ein Bestandteil unseres Umsatzmix, dass die Leute Werbung gebucht haben, Bannerwerbung, aber auch Newsletter-Werbung. Und mit so einem großen Verteiler hast du Newsletter rausgeschickt und da geht es gleich mal um vierstellige Beträge in Standalone. War immer ganz cool. Also die Leute wollten auch Standalone haben und nicht irgendwie nur so einen kleinen Banner drin. Und wir hatten auch gleich beim Sammeln der Newsletter-Kunden auch tatsächlich gesagt, wir haben auch die Erlaubnis an unsere Partner etc. Ne? Und naja, darauf muss man schon achten, ja, dass das alles rechtlich sauber ist, kann ich nur sagen. Jetzt, wer Online-Business macht, sollte auch 2, 3 Newsletter abonnieren von irgendwelchen IT-Rechtsanwälten, kann ich nur empfehlen. Da
damit man so ein bisschen up to date bleibt, ja. Leider ja. Da tut sich ja immer mehr. Aber vielleicht nochmal zu einem Geschäftsmodell. Das heißt, ihr habt die Newsletter-Aufmerksamkeit teilweise für euch selbst genutzt, teilweise an Werbepartner verkauft, wo man einfach Werbung darin buchen konnte. Bannerwerbung an der Seite habt ihr verkauft auf TKP-Basis, also 1000er Kontaktpreis? Oder was war da das Modell? Ja, also, Clickout oder? Ja, oder auch hier 30 Tage. Und dann, das war echt damals, mit dieser Reichweite kommt man damals 10.000 Euro im Monat mal. An Bannerwerbung. Das war so damals möglich. Heute ist es überhaupt nicht mehr möglich. Und, aber damals ging das. Also war eine gute Zeit, ehrlich gesagt. Heute ist ja wirklich vieles dann bei Facebook, bei Instagram etc. Da wird dann investiert. Merken wir selbst bei unseren Agenturanfragen. Wo wird investiert, dann geht es dahin gar nicht mehr in solchen Seiten. Ne? Google AdSense, das ist ja das. Aber denkst du, vielleicht eine Frage, denkst du, das wäre für jemanden, der auf der Suche nach passender Reichweite ist, dass das eine Nische ist? Weil die meisten Marktbegleiter wahrscheinlich bei Google, Facebook, vielleicht noch ein bisschen Bing Ads oder anderen Plattformen, TikTok, Snapchat und so weiter, ihr Budget ausgeben. Dass man jetzt so Direktkooperationen mit Seitenbetreibern machen kann, also zum Beispiel Blogs, die in einem bestimmten Nischenbereich sind, wenn ich jetzt... Sagen wir mal, ich bin Modellbauer oder habe einen Modellbaushop und habe da irgendwelche Flugzeuge, die aussehen wie eine Schaumwaffel, die ich verkaufe, dass ich dann auf Modellbaublogs gehe und sage, okay, ich hätte gerne das Banner, ich zahle dir 100 Euro im Monat pauschal. Meinst du, das ist eine sinnvolle Nische, wo man sich mit beschäftigen sollte, weil das eben kaum ein anderer noch macht, weil es so oldschool ist? Oder ja, aber je nischiger, desto besser. Das glaube ich tatsächlich. Manchmal ist das wirklich interessant. Auch mal ein Beispiel jetzt auch. Aus dem Agenturbereich von uns. Ein Kunde hat eine große Stepstone-Kampagne gemacht, auch hat vorher noch so ein Recruiting-Video erstellt und hat dann da irgendwie drei Kampagnen gebucht bei Stepstone und da irgendwie knapp 10.000 Euro ausgegeben für 30 Tage, inklusive des Videos. Ne? Und parallel hat der Geschäftsführer dann die drei Anzeigen auch bei eBay Kleinanzeigen einfach kostenlos reingehauen. Ne? Und nach 30 Tagen habe ich ihn angerufen und sage ich, wie liefen die Anzeigen? Er sagt, ja, ich habe Bewerbungen reinbekommen, alle über eBay Kleinanzeigen, keine über Stepstone. Tatsächlich, man muss vieles probieren, das ist Trial and Error. Ne? Und ich glaube, bei Nischen-Websites klappt es tatsächlich auch, dass man da noch ein bisschen bei den Fans tatsächlich Reichweite generieren kann, ja. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Also ich mache selber solche Sachen teilweise auch für meine Firmen, dass ich einfach gucke, wer ist da zum Beispiel mit Herzblut dabei, auch irgendwie so kleinere Influencer oder wie gesagt, diese eine Firma, die sich im Bereich Pflege beschäftigt. Und da gibt es teilweise Leute, die bloggen über ihre Pflegeerfahrung, wenn sie ihre Angehörigen pflegen und schreiben dann halt über bestimmte Anleitungen, so und so habe ich den Antrag auf Urlaubsunterstützung gestellt und so habe ich dies und das gemacht. Die haben dann teilweise wenige tausend Besucher im Monat, so 15.000, 20.000 Besucher im Monat oder so. Aber trotzdem ist es hochrelevant halt für diesen Bereich. Und die freuen sich teilweise, wenn jemand Werbung bei denen schalten möchte oder eine Anfrage kommt. Also, Das ist jetzt, was auch noch gut läuft, jetzt gerade auch so ein bisschen Linkliebe reinzuholen, auch halt gerade, wenn man sagt, jetzt nehmen wir jetzt mal unter Diensttoolkit.com, kann ja einer, ich mache es zum Beispiel, wenn ich mal eine Firma nicht kenne und gebe ich mal einen Firmenname seriös oder Erfahrung, ne? Und dass man einfach auch auf den Dienst Trusted Blogs geht, also nicht Trusted Shop, sondern Trusted Blogs, da kommt man in Kontakt mit Bloggern und da kann man sagen, ich bin bereit jetzt hier für jeden Blogbeitrag irgendwie 200 Euro zu bezahlen und ruckzuck hat man da 10, 20, 30 Blogger, die bewerben sich und sagen, ich bin jetzt ein Modeblogger. Dann sagen wir, ja, Modeblogger passt nicht ganz. Dann kommt der Nächste, der sagt, es ist ein Tech-Blogger. Und dann kann man wirklich mit einer so einer Kampagne, die kostet natürlich auch Geld, aber alles vergleichbar ein schmaler Taler, kann man da wirklich 10, 20, 30 Blog-Einträge generieren. Und die sind dann ausformuliert. Man gibt dann nur ein bisschen Text und Infos. Und das funktioniert ganz gut. Also wer noch ein bisschen auf Backlink-Kampagnen aus ist, und da geht es ja gar nicht um wirklich harte Backlinks, sondern es sind einfach nur, ich sag mal so ein bisschen Trust, um ein bisschen Trust aufzubauen. Ne? Und hat gut funktioniert. Also das ist auch nochmal ein kleiner Hack vielleicht. Ja, super. Vielen Dank. Ich habe, wer es gesehen hat hier und unseren Podcast als Video anschaut, ich habe es mir sofort aufgeschrieben. Das klingt nach einer richtig guten Sache. Ja, weil unsere Erfahrungen sind ja wirklich gut mit Trusted Blogs. Also wir haben bestimmt schon 3 oder 4 Kampagnen gemacht. Die ersten waren wirklich nur allgemein Toolkit. Und dann ging es darum, dass wir sagen, okay, nur jetzt für eine Kategorie Bewerbungsvorlagen. Und dann die nächste Kategorie, dass wir schon so ein bisschen kleinteiliger werden mit den Kampagnen. Also unsere Erfahrungen waren wirklich ganz gut. Ja, super. Danke dafür. Ich hoffe, der eine oder andere nutzt es auch. Ich werde es auf jeden Fall mal checken. Jetzt hast du gerade schon ein paar Mal tootkit.com erwähnt. Ich verlinke das auf jeden Fall auch in der Beschreibungsbox beziehungsweise in den Shownotes dieses Podcasts, weil das wahrscheinlich für den einen oder anderen hier, der zuhört oder zuschaut, sehr relevant ist.
Im Prinzip ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Lernplattform für die digitale Skills von heute und morgen. Teilweise habt ihr auch Vorlagen, Templates im Angebot, aber halt auch wirklich Lernmaterialien, um bestimmte spezifische Skills im Digitalbereich zu lernen. Ist das so sinnvoll zusammengefasst oder habe ich was ausgelassen? Ja, ist absolut sinnvoll zusammengefasst. Also es ist halt eine Lernplattform, die die Kombination aus Online-Kursen, aber auch aus den Vorlagen und Templates direkt zur Anwendung. Das heißt, jeder, der in diesem Bereich unterwegs ist, mit Software sich beschäftigt, der findet bei uns halt passende Trainings im Bereich Design, Bildbearbeitung, Entwicklung, Marketing haben wir sehr viel. Und der findet eben auch die Vorlagen passend und das alles in Agenturqualität. Und das ist halt super. Rechnungsvorlagen, Flyervorlagen, Exposé-Vorlagen. Und alles, was wir als Agentur erstellen, wandert irgendwo da rein. Und es ist manchmal wirklich so getrieben von unseren Agenturkunden, dass wir sagen, das ist eigentlich ein cooler Inhalt, den können wir jetzt auch mal bringen. Zum Beispiel, wenn wir so One-Pager machen, hat man oben immer so diese Interaktions-Icons. Das heißt, ja, Location und Telefonhörer, also Telefonhörer nicht mehr, sondern Smartphone machen wir mittlerweile. Oder so eine Briefmarke oder sonst irgendwas. Ne? Dann sagen wir, ey, wir müssen mal so ein Interaction-Icon-Set online bringen, ja, weil das können auch genauso gebrauchen. Also haben wir dann vollflächige Outline-Icons und Icons mit Schatten etc. Und das war einer der letzten Produkte und so wandert das immer. Ne? Auch letztens hatten wir eine Hotel-Website für unsere Agentur gemacht und da im Restaurantbereich Platzhalter brauchten wir für Speisen, ja, Bruschetta, was auch immer, ja, Tomatensuppe, Kürbissuppe etc. Dann haben wir gesagt, ey, das sind doch mal per Midjourney einfach mal 1500 Speisen und kreieren, ne? Und jetzt haben wir so ein Paket online bei Tütke, 30 Euro, weil wir wissen, eigentlich für die Speisekarten braucht jeder geile Bilder und die sehen so lecker aus, ne? So schmackhaft, Hamburger, Döner, was auch immer, ne? Ist total cool und so ist das so ein bisschen gewachsen. Also es hat wirklich Agenturqualität, wirklich ein cooler Standard und kann man nutzen. Ja. Und konkret um die Brücke jetzt nochmal zu schlagen, das ist ja im Grunde aus PSD herausgewachsen. Wir hatten ja bei PSD Toys immer mehr Lern-DVDs, immer mehr Designvorlagenpakete online gebracht und irgendwann haben die Nutzer gesagt, Mensch, hier, bevor wir alles einzukaufen, macht mal einen Vollzugriff irgendwie. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt ein Abo-System und das haben wir dann halt als Spin-off quasi nochmal neu mit eigener Marke kreiert und ja, so ist es eigentlich gewachsen. Und im Grunde sind wir da auch gar nicht organisch über Google also so gewachsen, sondern aus PSD-Tutorials heraus, aus unserer E-Mail-Liste etc. konnten wir dort vierstellige Kundenzahlen generieren für unser Subscription-Modell. Und in diesem Jahr haben wir es dann auch geöffnet mit dem Einzelkauf. Das heißt, unsere Inhalte kann man auch einzeln kaufen, also einzelne Pakete, aber auch wirklich Einzelinhalte, dass man sagt, ich brauche nur die Dönerbilder, dann kauft man sich halt nur die Dönerbilder. So, ne? Und, ja, spannend. Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie seid ihr vom einen aufs andere gekommen? Okay, das heißt, es ist aus dem Schmerz heraus entstanden, dass es irgendwann in diesem, ich sag jetzt mal, Forumsumfeld nicht mehr so richtig reingepasst hat. Ja. Und das einfach eine separate Plattform ist, wo man genau ja. weiß, okay, hier kriege ich meine Lerninhalte, Tutorials, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und halt auch die passenden Assets, sag ich mal, Vorlagen, Icons, ja, was ist irgendwelche Filter und so. Ist tatsächlich so, wir haben ja den Einzelkauf auch noch bei im Shop von PSD Toys und die URL heißt wirklich shop.pstutorials.de. Ist ultra komplex und oft stellt sich auch die Frage, gerade im SEO-Bereich, Subdomains oder halt richtige Domains oder wie macht man das? Unsere Erfahrung ist, da wir ja die Inhalte, wir hatten wirklich Duplicate-Content die ganze Zeit laufen, also über unseren PSD-Shop und Tutkit. Unsere Erfahrung ist, bei identischer Reichweite hat man doppelt so hohe Klickrate bei tutkit.com gegenüber shop.psd. Das heißt, die Subdomain, wo ein Shop schon drin steht, hat nicht so eine hohe Klickrate, nicht so viel Attraktivität. Die Klickfreudigkeit der Nutzer auf Google jedenfalls. Ja. Und daher ergibt das voll Sinn halt. Ne? Die Leute wollen nicht unbedingt, wenn sie, ich sag mal, jetzt nach Rechnungsvorlagen suchen oder wonach auch immer, wollen nicht immer gleich mal Geld ausgeben, sondern man muss sich mal catchen. Ne? Und dann, wenn sie halt visuell überzeugt werden, geben sie vielleicht auch einen Schmarrntaler aus. Ne? Ja. Wahnsinn. Aber finde ich auch sehr spannend, dass jemand, der, also wenn ich es richtig verstanden habe, der schon auf deiner Forumseite war, zum Beispiel psdtutorials.de, dass er eine niedrigere Kaufwahrscheinlichkeit oder Durchklickrate zumindest hat auf die Shop. Die gleiche Domain, auf der ich gerade bin, als auf eine komplett fremde. Das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Ja. Aber spannend. Ja, aber ist unsere Erfahrung. Was sind auch die Zahlen aus der Search-Kontrolle, ja. Und wir wollen halt jetzt zum Frühjahr auch den alten Shop abschalten. Wir werden halt die ganzen Weiterleitungen einrichten zu Tutkit, sodass wir nur noch eins haben. Auch damit unser Duplicate-Content-Problem lösen.
Zeit. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Dann vielleicht noch eine Frage. Du hast vorhin, glaube ich, ausgelassen, dass ja auch sehr viel, also ich komme gleich nochmal auf euer Geschäftsmodell bei Toolkit.com. Wichtig ist halt auch, dass ihr da total viele Anleitungen zu AI-Tools, also KI-Tools habt, die selbst aber auch aktiv in Verwendung natürlich, damit ihr passenden Content erstellen könnt, aber die gleichzeitig auch verwendet, um zum Beispiel Vorlagen zu generieren oder weitere Assets zu verbessern, optimieren, größere Bandbreite anzuwenden und so. Das Thema ist jetzt ja noch relativ neu, ist aber ein bisschen mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre. Ich glaube, so ChatGPT 3.0 war, ich glaube, November 2022 oder so. Also jetzt ein bisschen mehr zum Zeitpunkt der Aufnahme, ein bisschen mehr als ein Jahr in aller Munde. Vielleicht magst du mal so einen groben Überblick geben dazu, wie ihr gerade KI-Tools verwendet, was für eine Rolle spielt es in eurem Unternehmen und in eurer Organisation, sowohl in der Agentur als auch direkt bei diesem Projekt. Ja, tatsächlich war es auch bei uns so, sogar genau vor einem Jahr. Im Dezember 2020, da war so das Erweckungserlebnis. Jeder hat mal ChatGPT probiert und man hat dann gesehen, vorher hat man mal Neuroflash probiert, und aber diese, mit dieser magischen Feder, aber weiß nicht, von der User Experience oder so, das konnte man nicht ganz catchen. Aber mit ChatGPT hat man sehr schnell erkannt, okay, das ist was komplett Neues irgendwie. Und ganz interessant war, in meinem Jahresmailing an meine Mitarbeiter habe ich künstliche Intelligenz nicht mit einprogrammiert, ne? Wo ich dachte, pff, ne? Und da haben wir 14 Ziele fürs kommende Jahr definiert. Nicht mit einem Wort war KI dabei. Unfassbar, ne? Und Weihnachten habe ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, und echt, Weihnachten war ich schon richtig deprimiert, wo ich dachte, unfassbar, es wird sich alles ändern, alles. Kein Mensch braucht mehr Jura studieren, Steuerberatung, Bankberatung, alles mit Informationsverarbeitung oder Erhebung oder so, wird alles wegrationalisiert. 9 von 10 Jobs werden wahrscheinlich flöten gehen. Ja. Und da war ich echt ein bisschen schlecht gelaunt, aber im Januar, dann hat man gesagt, okay, es wird ja eh passieren, deswegen lass uns mal gucken und lass uns alle Tools nutzen und gucken, wie wir die nutzen können für uns. Und mein Bruder, der ist halt so ein Early Bird, der technisch gesehen hat immer nur das Handy. Also der ist so ein Typ, nicht ganz so konservativ wie ich. Ja. Und hat es dann alles auch durchgetestet und hat doch die eigenen Trainings aufgenommen. Wir hätten zwar viele Angebote bekommen von Trainern, ob sie nicht ChatGPT, DALL-E oder Midjourney oder sonst was erklären sollen für uns. Wir sagen, nee, wir machen alles selbst, weil wir es verstehen müssen für uns, für unsere Prozesse. Und wir haben super schnell begonnen, auch das Ganze dann zu nutzen für uns. Also ein Beispiel ist halt, in den Vorlagen, vorher hat man ja immer geguckt nach Stockmaterial. Welche Bilder kann man einsetzen, welche kann man auch nutzen, welche kann man beilegen, welche Items. Das war ja immer ein Riesenproblem für Template-Ersteller, ja, weil wir die Bilder oft nicht beilegen konnten. Das heißt, in den Bildern war immer Platzhalter drin, bitte hier dein Bild einfügen. Ne? Und jetzt haben wir dann alle, noch nicht ganz alle, fast alle Designvorlagen ausgetauscht mit Bildern, die wir mit Bitstamp erstellt haben, die einfach beipacken können. Das ist super, ne? Und jetzt ist es wirklich so, mit Midjourney erstellen wir die Bilder, mit einem anderen KI-Tool, hier Topaz zum Beispiel oder Upscaler, werden die dann auch vergrößert in der Größe, und das hat eine Qualität, ne? Auch ChatGPT. Unfassbar. Wir nutzen das ja gar nicht nur für die Texterstellung, sondern wirklich, wir sagen, wir haben hier eine Referenzkarte als PDF und wir wollen daraus einen Blogbeitrag machen, laden da die PDF hoch, macht daraus mal einen Blogbeitrag mit allen Shortcuts für Photoshop, dann kommt das Ding raus. Und ja, also wir nutzen es wirklich intensivst, und auch die Tonverbesserung, also Audioverbesserung, und wir glauben auch daran, dass wir im nächsten Jahr, spätestens übernächstes Jahr, wahrscheinlich unsere deutschen Videos alle halt mit mehrsprachigen Transkriptionen versehen können und auch dann irgendwann mit unserer Sprache auf Japanisch, Französisch, Spanisch, was auch immer, ja, da geht es halt hin. Ne? Und, aber nicht nur für uns, YouTube sieht ja genauso gleich. Ne? Das ist so, es ist immer so, dieses Bild halt, wir sind halt die Gazelle, die jeden Morgen aufsteht und sagt, ich muss noch schneller sein als der schnellste Löwe. Ne? Und YouTube ist halt der Löwe, der aufsteht und sagt, ich muss nur schneller sein als die langsamste Gazelle. Weißt du? Und dann ist immer so ein Rennen und gucken, dass man nicht den Anschluss verliert. Aber wir nutzen es wirklich viel. Und wir glauben auch daran, dass sich die Gewohnheiten der Menschen noch nicht so schnell ändern, sondern dass wir noch ein gutes Zeitfenster haben, um einen gewissen Vorsprung rauszuarbeiten und unser Geschäftsmodell so ein bisschen zu stabilisieren einfach. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass wir nicht unter Druck stehen. Also Druck, den wir uns selbst vor allem machen, weil wir sehen halt, welche technischen Möglichkeiten da drin sind. Um ein Beispiel zu sagen, jetzt auch mit Toolkit.com, wir arbeiten gerade an der Mehrsprachigkeit, und während man früher da mit WordPress-Plugins irgendwie gearbeitet hat und dann so ein bisschen, jetzt gehen wir mal auf Englisch oder so, wir arbeiten daran, dass wir im Januar 100 Sprachen ausrollen. 100 Sprachen, ja. Und wir sind gerade noch in Verhandlungen mit DeepL, und wenn es DeepL nicht wird, dann wird es Meta. Wenn es Meta nicht wird, wird es ChatGPT. Und wenn ChatGPT nicht wird, gibt es von Harvard noch irgendeinen Dienst. Also wir haben nämlich auch einen Blogbeitrag gemacht mit den besten Übersetzungs-KIs, und
welche Kosten wie viel, mit welcher Zeichenanzahl etc., welche kann HTML verarbeiten und so. Ja, das ist unfassbar. Das ist unfassbar, ne? Und wir wollen ganz gerne DeepL. DeepL kann bis über 30 Sprachen und die anderen 70 Sprachen werden wir dann wahrscheinlich mit ChatGPT oder Meta ausprobieren. Mal gucken. Ja. Und, aber das ist auch KI, das muss man einfach nutzen, ne? Das ist cool. Gutes Zeit, ja. Auf jeden Fall. Und ich war auch total beeindruckt, als ich da eure Kategorie durchgeforstet habe. Ihr habt ja auch schon sehr viel Inhalte dazu veröffentlicht. Also nicht nur in der Eigenanwendung, sondern gleich noch Content darüber erstellt, wie ihr das nutzt oder wie es genutzt werden kann, wie es funktioniert. Ja. Und also in beide Richtungen fand ich es richtig cool. Das war ja auch der Aufhänger, wo wir uns zu kennengelernt haben, wo ich gesagt habe, Mensch, mit dem muss ich nachher unbedingt sprechen nach deinem Vortrag. Wer da so geisteskrank, entschuldige bitte, wer da so geisteskrank Gas gibt und 100 Sprachen gleichzeitig ausrollt, da ist schon richtig Feuer hinter und fand ich richtig gut. Eine Sache, auf die du auch in deinem Vortrag sehr, sehr stark gepusht hast, fand ich, was bei vielen anderen noch gar nicht so angekommen ist, meiner Meinung nach, ist das Thema internationale Konkurrenz, vor allem für uns deutschsprachige Unternehmen. Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz ein bisschen deine Sicht auf die Dinge mitgeben, was demnächst so auch auf dem deutschsprachigen Markt passieren wird, gerade im Bereich Online-Unternehmertum und vor allem digitale Dienstleistung, alles, was nicht lokal gebunden ist. Fand ich total gut, würde dir gerne die Lorbeeren ja auch zusprechen, die dir zustehen. Vielleicht magst du da nochmal zwei, drei Worte zu sagen. Für mich war das auf jeden Fall auch ein ordentliches Wachrütteln. Ja, danke dir. Jetzt nebenbei hier schart mein Hund zu der Tür, also falls du solche Parallelgeräusche haben, ja, nicht wundern. Ja, du sagst Vortrag vielleicht kurz, wie wir uns kennengelernt haben für die Zuschauer. Wir hatten uns ja kennengelernt beim SEO Day in Köln. Ich war einer der Speaker auf der Bühne, habe dort einen Vortrag gehalten über ein Case Study Toolkit, wie wir halt die Sichtbarkeit verfünffacht haben. Und mein Tipp Nummer eins war einfach, dass wir da die On-Page-Optimierung wirklich bis auf den letzten Meter durchgezogen haben. Das heißt, man nimmt ein SEO-Tool, wir hatten SEObility genommen und hält in alle Empfehlungen, beseitigt alle Fehler, sodass man mit dem Score wirklich super hochkommt. Und falls du dich erinnerst, ich habe ja gesagt, wie wir von 100 auf 700 Klicks kamen. Ja, gestern hatten wir 1200 Klicks, das heißt nochmal 500 mehr und das ist ja gerade mal einen Monat her. Ja, also wir sind absolut gerade in so einem Aufwärtstrend, weil nach dem On-Page Sprint kommt meist der Page-Sprint, der auch wichtig ist. Und das ist einfach der Punkt, wenn wir als deutsches Unternehmen auch noch so hungrig sind und sagen, wir greifen bald mit 100 Sprachen den norwegischen Markt, den kroatischen Markt, den lettischen Markt, den spanischen Markt, den französischen Markt an, ja, dann werden es im Ausland andere Unternehmen genauso im Hand haben. Und wir sind ja hier wirklich eine kleine Klitsche. Wir sind 14 Leute, 6 sehr, sehr gute Programmierer und werden so ein hochkomplexes Portal wie Toolkit übersetzen. Und wir werden es hinkriegen in 100 Sprachen. Wir sind nämlich kurz davor. Wir sind kurz davor. Es ist nur noch eine Sache von Wochen und werden da die ersten Sprachen probieren. Wir werden das mit Englisch, Russisch, Ukrainisch und Türkisch probieren, die 4 Sprachen, weil das sind die Muttersprachen, bis auf Englisch. Das ist so, Englisch ist die Unternehmenssprache hier, jedenfalls mit den Entwicklern, aber wir haben Muttersprachen auf Türkisch, Russisch und Ukrainisch und das heißt, da checken wir alle Bugs, ja, und dann rollen wir das Ganze aus. Und wenn man sich vorstellt, wenn wir das hinkriegen, als relativ kleines Unternehmen, dann gibt es tausende andere Unternehmen, die es genauso machen werden. Und jeder, der hier in Deutschland sitzt und eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietet, was theoretisch auch aus dem Ausland bedient werden kann, der wird sich bald auf Konkurrenz einstellen können. Weil andere kleine Klitschen, ja, von sonst wo, aus China oder sonst wo, werden halt diesen Markt angreifen. Mein Bruder, der hat ja jetzt solche Barfußschuhe gekauft und da hieß es, kannst du 3 Wochen auf deine Lieferung warten und spare dabei 40%. Ja, klar kann er warten. Dann kommt der Ding aus China, weißt du. Und, ja, und das ist, glaube ich, der Punkt einfach. Wenn ich auf eine Dienstleistung, da muss ich ja nicht mal warten. Wenn ich auf ein Produkt eine gewisse Zeit warten kann, dann werden wir intensive Konkurrenz haben. Und das Gemeine ist ja, dass diese Unternehmen tatsächlich billiger produzieren können, also mit weil human, also humane Ressourcen einfach günstiger sind, weil Energiekosten günstiger sind, ja, weil die Steuersätze wahrscheinlich anders sind, ja. Die werden Konkurrenz bekommen in einer nie dagewesenen Art und Weise. Und ich glaube, die deutschen Unternehmen sind noch gar nicht darauf vorbereitet, ja. Und selbst wenn ich als das ist auch im Vortrag ein Beispiel gewesen. Selbst wenn ich sage, naja, ich bin hier im Hotel an der Ostsee, was habe ich denn hier mit den Außenunternehmen zu tun? Wenn ich jetzt Ostsee-Urlaub machen will, kann ich ja vielleicht auch an die polnische Ostsee oder dänische Ostsee. Ja? Und wenn die Leute da ihre Hausaufgaben nicht machen, dann werde ich, wenn ich das nächste Mal nach Ostsee-Urlaub in Kühlungsforen suche, vielleicht eine polnische Seite finden, die sich genau diese Keyword spezialisiert hat und sagt, hey, bei uns 20% günstiger als in Kühlungsforen, aber genauso schön, besser Service und so weiter. Dann sage ich, dann geht vielleicht dahin. Das glaube ich, das wird passieren, tatsächlich. Und wir hatten ja am Anfang auch das gesagt mit den Freelistings, das Google. Also wir haben ja eigentlich so ein Dauerfeuer aus mehreren
Bereichen. Einmal die Plattform werden weiter aufrüsten, uns Geschäft wegnehmen und dann werden diese kleinen Klitschen auch wie unsere probieren, uns auch Geschäft wegzunehmen. Und gestern habe ich auf Spiegel Online so eine Überschrift gelesen, nur die Überschrift. Aber Intel hat so gesagt, es gibt bald nur noch Groß, Nische und Tod. Und da dachte ich, ja, Groß, Nische und Tod. Status vielleicht noch. Status ist auch noch irgendwo drin. Ne? Aber ansonsten wird es gar nicht mehr geben. Wir machen uns in der Nische weit, aber dafür auch von den Sprachen. Aber Groß, Nische und Tod. Da dachte ich wirklich, the winner takes it all, das ist ja überall so. Und die EU will es ja so mit dieser Globalisierung, dass Amazon sich hier breit machen kann, unsere Infrastruktur nutzen kann, aber hier nicht die Steuern lassen muss. Ja. Und da, wie soll der Kleine damit stehen? Und ich glaube, bald werden viele andere Kleine aus dem Ausland kommen und uns genauso attackieren. Und das ist einfach meine feste Überzeugung, wir werden uns warm anziehen müssen. Ich will gar nicht so pessimistisch sein, sondern einfach zu sagen, ey, wir müssen Gas geben, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch voll bei dir, dass natürlich diese Gewitterwolke irgendwie heraufzieht, aber wenn ich die Wahl habe, dann nutze ich doch diese Chance sozusagen. Weil ich kann ja genauso diese Gewitterwolke in Frankreich, Polen, Großbritannien oder Südamerika sein. Ja. Ist bei unserem Content, der ist teilweise deutschlandspezifisch, also gerade welche Rechtsformen oder so, wie gründe ich eine GbR, GmbH, Freelancer-Anmeldung in Deutschland, ist schon lokal spezifisch. Heißt aber ja trotzdem nicht, dass nicht ein Blogger einfach meinen Artikel durch irgendein KI-Tool jagen kann, umschreiben lässt und dann auch noch übersetzen lässt zum Beispiel. Also da gibt es so viele mögliche Geschäftsmodelle, selbst wenn man sich vor Ort gar nicht auskennt, und das wird der Wahnsinn. Und ich glaube auch selbst wenn man dann seine Hausaufgaben macht, weil man merkt, okay, man lässt sich treiben von dem, was passiert, und es kommt dann doch nicht so schlecht. Ne? Auf jeden Fall, was ist passiert, man hat sich da trotzdem verbessert in allen Bereichen und man kann sich nie den Vorwurf machen, man hätte es nicht probiert, man hat alles getan, man wird in jedem Fall besser dastehen als vorher. Also ich kann nur sagen, wirklich, die Dinge jetzt als Plattformbetreiber, was wir hier sind, kann ich nur sagen, muss die Hausaufgaben machen. Das heißt, wirklich mal ein paar Tools abschmeißen, gucken, wie steht man tatsächlich, dann weiß man, welche Hausaufgaben man vorhat, und um dann halt wirklich Gas zu geben. Ja, super. Den Appell gebe ich gerne weiter, nehme ihn aber natürlich auch für mich selber, für meine verschiedenen Firmen an. Da sieht es sehr ähnlich aus, tatsächlich. Du hast jetzt vorhin gesagt, ja, ein paar Trainer haben uns da was angeboten. Da würde ich gerne noch ein bisschen reingucken, denn tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass du und dein Bruder mit ein paar Programmierern da in der kleinen Bude sitzt und ein kleines Rad dreht, sondern ihr habt ja unfassbar viel Content produziert und haut auch jedes Jahr richtig viel Content raus zu wirklich den neuesten Tools, die sind immer aktualisiert. Es gibt ja auch bei den Softwareprodukten, für die ihr Anleitungen erstellt, Neuerungen, Updates und so weiter, wo ihr immer ziemlich nah dran seid und weit vorne mit dabei. Deswegen wäre jetzt meine Frage, wie funktioniert denn eure Content-Erstellung, damit ihr, ich glaube, es waren über 80 Online-Kurse pro Jahr, raushauen könnt. Mhm. Plus noch diese ganzen Vorlagen, Assets, Templates und so weiter, was da so dazu kommt. Kannst du uns da einen Einblick in euren Content-Erstellungsprozess und in das Geschäftsmodell geben? Ja, also wir haben klassisch ein Content-Management, auch ein Team, das ist ein Design-Team, die erstellen halt selbst die Vorlagen. Auch das sind auch meine Agenturdesigner. Ja, das ist so, man hat so einen schönen Arbeitssplit, ja. Und da haben wir halt ein ganz normales Board hier bei Jira, wissen halt das Kontoport, was gerade in der Erstellung ist. Aber bei den Trainings, da lizenzieren wir auch sehr viel. Das heißt, wir arbeiten mit mehr als 100 Trainern zusammen, die dann entweder exklusiv für uns Trainings erstellen oder eben auch Zweitverwertungen vornehmen. Das heißt, es gibt auch teilweise Udemy oder von YouTube oder welche, die im Eigenverlag irgendwas produziert haben, die bieten uns das auch an. Bei uns ist der Unterschied, man kriegt einen Pauschalbetrag und man sagt, okay, wir können dir das geben, aber du kriegst keine Umsatzbeteiligung, nimm es oder nicht. Ja, bisher war das für allen Trainer mal ein ganz guter Wert, weil sie wissen, wo sie stehen, ohne selbst ins Risiko gehen zu müssen. Also das ist so dieser Umsatzmix, den die Trainer auch haben, die mit uns zusammenarbeiten, und das ist, glaube ich, für alle so ein kleiner Win-Win, so dass man sagt, bei uns gibt es eine Pauschale, woanders gibt es vielleicht eine prozentuale Beteiligung. Und man merkt aber tatsächlich auch, jetzt, wenn ich das mal so sehe, was in der Branche läuft, dass E-Learning gar nicht mehr so gut läuft für viele, weil wir kriegen echt viele Anfragen mittlerweile, ne, ob wir nicht Trainings auch verwerten wollen. Und man hätte meinen können, Corona ist halt so ein bisschen so ein Beschleuniger für unser gesamtes Business, aber war gar nicht so tatsächlich. Also Anfangszeit hatten wir viele Schulen, die kamen und dann Lizenzen genommen haben, also Klassenraumlizenzen oder Schullizenzen. Also wir starten auch zum Beispiel mit Lizenzen die größte Schule Luxemburgs aus, also die größte Berufsschule, und auch viele Universitäten, Fachhochschulen etc. Und das sind halt die besten Kunden für uns.
Lizenz. Das ist so, weil die nehmen dann immer gleich 100 Lizenzen, 200 Lizenzen und das ist halt dann wesentlich besser. Ne? Aber man merkt tatsächlich, E-Learning ist schwierig, ein schwieriges Feld. Ich merke es selbst, ich bin verheiratet mit einer Russin, ich bin seit 4 Jahren Bubble-Kunde, ja, für Russisch. Wie oft habe ich die App offen? Komisch, meine Schach-App, ja, Chess.com, meine Schach-App habe ich jeden Tag offen. Mehr Spaß für Spielen als Russisch zu lernen, ja. Und so ist halt tatsächlich auch E-Learning. Ja, wenn ich sage, ey, heute lerne ich mal irgendwie, wie halt irgendwelche Modelle bei KI funktionieren, ja, ist wie Russisch lernen. Schwierig. Ja, schwierig. Und das ist einfach so. Wer geht auch jeden Tag gerne ins Fitnessstudio? Man muss halt eine gewisse Kontinuität aufbauen, genau. Ne? Man muss halt gewisse Gewohnheiten etablieren, dann klappt das. Aber E-Learning ist nicht so einfach wie halt. Wie halt Roblox, würde man so wahrscheinlich sagen, der jeden Tag Roblox unterwegs ist oder Minecraft. Ja. Und das ist einfach. Ja, aber tatsächlich, wir versuchen 100 Trainings oder 100 Pakete jedes Jahr zu produzieren, allein um unsere Abokunden glücklich zu machen, aber auch um immer neuen Content anzubieten, am Ball zu bleiben, etc. Ja, aber finde ich interessant, dass ihr euch da extra nicht auf einen prozentualen Wert mit den Creatern einigt, weil das ist ja tatsächlich das übliche Modell, wie das viele Reseller von E-Learning-Inhalten machen. Zum Beispiel Udemy ist, glaube ich, einer der größten Plattformen, gibt noch ein paar andere. Aber das also gibt ja auch immer dem Creator das hundertprozentige Risiko sozusagen. Wenn es sich halt nicht verkauft, dann hast du wirklich viele Stunden, vielleicht auch teilweise viel Geld investiert in nichts. Und musst auch wieder eigene Reichweite in der Regel mitbringen, um erstmal bei denen in den Top-Listen nach vorne zu kommen. Und genau. Das sind wir beim Thema, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, dass diese Plattform ja dann wieder über irgendeinen Algorithmus bestimmt, wer kriegt die Sichtbarkeit, wer ist auf Platz 1 im Bereich, Photoshop-Skills oder so, wer ist der Nummer 1 Photoshop-Kurs, der kriegt dann ja automatisch, weil er vorne ist, wieder mehr Bewertungen, weil er viele Bewertungen hat, wird er häufig gekauft, ist weiter vorne. Also das hat ja auch so eine Silo-Bildung dann als Nachteil, auch für den Creator natürlich und gerade in umkämpften Branchen, wie es ja auch die Digital- oder die Kreativwirtschaft ist, stelle ich mir das wirklich schon schwierig vor. Von daher auch spannend, da genau den anderen Weg zu gehen. Super, dann hast du vorher noch gesagt, ja, wir haben hier verschiedene Muttersprachler, die und die Programmierer im Team, diese, jene, welche Sprachen können wir mit Muttersprachlern abdecken bei uns aus dem Kernteam. Dem entnehme ich, dass ihr zum Teil zumindest auch remote arbeitet. Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder? Genau. Aus Ukraine und Türkei tatsächlich. Also ich fliege hier sehr in die Türkei, muss ein Teambuilding, weil bei ihm gibt es immer Visa-Probleme. Und jetzt mit der Ukraine tatsächlich hatten wir auch halt immense Probleme mit dem Kriegsbeginn. Im letzten Jahr finanziert man ein ukrainisches Team mit, was absolut nicht erreichbar ist, nicht arbeitet. Aber das waren schon die Herausforderungen im letzten Jahr, wo ich denke so, unfassbar, ne? Und da denkt man sich, hat man gerade Corona überstanden, ne? Und dachte so, dann kommt der Krieg. Und das waren schon Herausforderungen, aber deswegen ist man auch relativ gelassen bei den Dingen, die so passieren. Und manchmal ist man auch verwundert über Deutschland, wenn man halt wieder einen schlechten Telefonempfang hat oder ein schlechtes Internet. Unsere Leute drüben sind im Krieg und haben da ein besseres Internet als ich zu Hause beispielsweise. Hier im Büro haben wir Gigabit, das ist alles cool, aber Dorf, wo ich wirklich lebe, da kommt 8000 gerade mal an, DSL ist gar nichts. Ne? Man kann sich noch nicht mal bei der Hotline beschweren, weil der Handyempfang auch nicht so gut ist. Ja. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Standortwahl, gerade wenn man sich wirklich weltweit aufstellen kann. Ich habe da viele bekannte Freunde, andere Unternehmer, die mittlerweile den Schritt gegangen sind, dass sie sagen, ich löse meine Betriebsstätte hier auf, gründe woanders neu oder ziehe um oder was auch immer. Ich bin da nicht 100% Freund von, aber ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn man einfach wirklich sagt, da werde ich vernünftig behandelt. Aber gut, das ist ja wieder eine komplett neue Diskussion, vielleicht für eine eigene Folge. Ja, tatsächlich jetzt, dadurch, dass meine Ehefrau Russin ist, die vor 12 Jahren nach Deutschland gekommen ist, ist das bei ihr viel naheliegender. Ne? Und wenn sieht, Russen sind ja überall, die konnektieren ja sehr schnell. Ich weiß, Russland hat jetzt nicht den besten Ruf, aber man kann ja nicht die politische Führung mit den Leuten da gleich unter einem. Ja, du weißt, was ich meine. Und sie sagt, ja, Zypern ist voller Russen, Malta, lass uns hingehen, wo du willst. Und wenn man da hingeht und wir sparen 6-stellige Steuern, sagt man so, ist vielleicht mal ein Anreiz, wenn die Kinder erwachsen sind. Hier 15, 12 und 7, die 7-Jährigen nehmen wir mit, die anderen beiden. Ne, so kann man darüber nachdenken. Und da muss Deutschland wirklich aufpassen, dass man wirklich attraktive Rahmenbedingungen bietet. Und aktuell sieht man da so ein bisschen die Prioritäten woanders. Und
das macht einen so ein bisschen auch traurig, weil man denkt, man verliert tatsächlich den Abschluss. Ne? Und am Ende muss man machen, was man kann. Wir tun es, indem wir versuchen, jetzt mit der Mehrsprachigkeit so ein bisschen unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Also wir sind wirklich extrem heiß und extrem neugierig, was passieren wird. Wenn wir sagen, mal gucken, im Januar, wenn es dann losgeht, wir glauben halt tatsächlich, es wird so kommen, wenn wir wirklich die ersten Sprachen ausrollen, dass erst nach 2 Monaten wirklich dann gesagt, okay, jetzt fangen wir mal an und werden das Ganze ein bisschen ausrollen. Aber wir sind halt wirklich vorbereitet, weil wir haben unsere ganze Plattform extrem optimiert. Also das ist halt nach Suchmaschinenoptimierungssicht, On-Page, einer wahrscheinlich der durchoptimiertesten Portale, die es in Deutschland gibt. Ich sage das jetzt so, wahrscheinlich jede Agentur in ihrem Verständnis sagt, dass sie die beste Arbeit machen. Ja, tatsächlich, man kann unsere URL nehmen und durch irgendwelche SEO-Tools laufen lassen, wird da oft Bestwert erhalten. Und auch vom Page-Speed her sind wir schon sehr gut dabei, aber wir werden noch einen weiteren Sprint machen und unser gesamtes JavaScript refaktorieren, weil wir sagen, hey, die letzten Meter fehlt noch so viel und das machen wir dann. Wenn wir wirklich noch 4 Wochen Arbeit in Kauf nehmen, wirklich da die letzten 10%-Punkte beim Page-Speed zu kriegen. Ne? Und weil wir sagen, wenn wir angreifen wollen, dann wollen wir halt mit Inhalte stark und Tech durchoptimiert angreifen, damit wir eine Chance haben. Und so werden, glaube ich, andere auch agieren einfach. Ja, finde ich total, total stark, wie strukturiert ihr zum einen da dran geht und auch mit was für Optimismus und Eifer du da vor allem hinterher bist. Also für alle Podcast-Hörer, die uns jetzt nur per Audio hören, schaut gerne mal in die Videoaufzeichnung rein, findet ihr bei YouTube bei uns. Matthias hat ja, wenn er darüber spricht, ein Grinsen im Gesicht und Mimik und Gestik sind vollkommen auf Fortschritt ausgerichtet. Macht wirklich Spaß zu sehen, einfach Leute, die weiterhin Bock haben, da auch Gas zu geben im Digitalbereich und das in Deutschland. Aber es ist tatsächlich auch so, weil wir sehen, dass es funktioniert hat. Ne? Jetzt mit Tutkit sind wir 7 Jahre dabei. Und man muss sagen, vor 2 Jahren hatten wir unseren großen Relaunch. Und da war es ja wirklich so ein Plateau. Es blieb auf einem Plateau, im niedrigen Niveau. Wir haben unsere Kunden bekommen, hauptsächlich durch unser Forum und durch unseren Newsletter-Verteiler. Und war ein Plateau. Dann kam der Relaunch, dann kam unser SEO-Sprint. Und seitdem haben wir unsere Sichtbarkeit verzehnfacht über Google. Und wenn man wirklich sieht, dass wenn man konzeptionell an die Sache rangeht, es auch Früchte trägt, kann ich die Leute nur ermuntern, hey, mach das auch, ja. Und das ist alles keine Raketenwissenschaft, das ist keine Hexerei, sondern das ist einfach nur strukturierte Arbeit. Muss ein bisschen fleißig sein. Das ist einfach schon alles, ja. Ja, kann ich übrigens definitiv so bestätigen. Also unser Treffen ist jetzt, ich glaube, knapp einen Monat her. Ich habe einiges schon umgesetzt, noch nicht alles. Bei manchen Sachen warte ich auch noch auf Entwicklerseite, weil ich selber nicht komplett tiefen Stufenwissen habe. Irgendwo ist das limitiert, da muss ich auf Externe zurückgreifen. Aber es hat tatsächlich auch schon einiges gebracht. Wir haben in einigen Bereichen wirklich auch super einfache, dämliche Fehler behoben. Also manchmal sind es ja wirklich Kleinigkeiten wie ein zu langer Metatitel oder irgendwas, der für eine total schlechte Durchklickrate in den Google-Suchergebnissen sorgt. Und dann, wenn man das aber verbessert, der irgendwie vernünftig dargestellt wird, nochmal durchdacht wird, vielleicht auch ansprechender gestaltet wird, ändert sich die Durchklickrate, die CTR, und Google gibt einem auch mal die Chance, auf die vorderen Plätze zu kommen. Ja. Plötzlich, kann ich gerne auch mal teilen, wir haben für eins unserer Hauptsuchworte, würden wir über Werbeanzeigen im Schnitt 12 Euro pro Klick über Google-Anzeigen bezahlen. Ja. Wir sind von Platz 10 auf Platz 3 gesprungen. Also das könnt ihr euch, weil das auch ein okay Suchvolumen hat, 500-600 Suchen am Tag, also monatlich sind es glaube ich so 15.000 oder so, könnt ihr euch das jetzt mal ausrechnen, selbst wenn wir nur ein paar Prozent der Suchanfragen dadurch mehr bekommen, wie viel Geld pro Tag das ist, dafür, dass ich mir 5 Minuten Zeit genommen habe, diesen Titel zu optimieren. Ja. Mega. Und wenn man dann überlegt, ne, dass die User-Signale, also wirklich Nutzersignale, eines der wichtigsten Ranking-Faktoren überhaupt sind, die hat man ja gar nicht so im Plan, weil das so schwierig greifbar ist. Ne? Wenn die Leute klicken und wenn sie dann mal länger bleiben als 10 Sekunden, ja, und wenn sie dann wieder weiterklicken, das sind ja alles super wichtige Nutzersignale und die sorgen eigentlich dafür, dass man oben sich stabilisiert in den Suchergebnissen. Und daher, deswegen ist es so wichtig, wie du schon sagst, diese Serveroptimierung, dass man sagt, okay, wir müssen mal die Meta-Description anpassen, dass die Klickfreudigkeit zunimmt und wenn sie dann noch bleiben, weil das Angebot gut ist, da hat man schon die Hälfte richtig gemacht. Ne? Ja, wirklich. Also ich kann es nur empfehlen, sich da, auch wenn es manchmal nervig sein kann oder langweilig oder so, das ist für mich so eine richtige Fleißarbeit für ein regnerisches Wochenende. Teilweise macht es auch Mitarbeiter oder auch ein Freelancer von mir, weil ich nicht alles selber schaffe, habe noch ein paar weitere Sachen auf dem Zettel, aber mir macht es auch teilweise Spaß, weil das so eine stupide Fleißarbeit ist, die aber dann natürlich mit ein bisschen Zeitverzug sich aber wirklich auch finanziell auszahlt. Ja. Und du fühlst dich echt getriggert, ja, durch den SEO-Vortrag, oder?
Tatsächlich, ja. Ich habe auch deine Empfehlungen im Tool-Bereich angenommen, habe mich auch für Seeability entschieden. Ich habe wirklich schon gefühlt richtig viele Tools durch. Aber es ist für mich, es ist optisch nicht das Ansprechendste, aber das Klarste, was dir sagt, mach dies, mach jenes und das sind die nächsten 7 Schritte. Das finde ich wirklich gut. Kann ich auch gerne mal ein separates Video zu machen, wenn das hier jemand interessiert. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie wir da genau dran gegangen sind. Aber es ist wirklich, wie du sagst, keine Raketenwissenschaft. Es ist eine Fleißarbeit in der Regel. Hier und da braucht man ein bisschen technisches Verständnis, gerade wenn es um die letzten 10, 15% geht. Das ist dann wirklich schon technische Feinheit. Aber das meiste, 80%, können wirklich ganz normale Menschen, die lesen und schreiben können und sich 3 Artikel oder euer SEO-Training angeschaut haben, können das selber durchführen. Das ist überhaupt kein Problem. So ist es. Und der Rest gibt man einfach den Entwicklern und die sollen es dann auch machen. Was ich auch im Vortrag hervorgehoben habe, jeder, der einen Relaunch plant, ja, hat so auch eine Möglichkeit, die Agenturarbeit wirklich zu überprüfen, ja, objektiv zu überprüfen. Man kann es aber machen mit den Agenturseiten, mit denen man so zusammenarbeitet oder die man auswählt für die Zusammenarbeit und nimmt man auch die letzten Referenzen, jagt die mal durch so ein Tool wie PageSpeed Insights von Google oder durch Seeability und dann sieht man halt auch das, was man am Ende bekommt. Und wenn man da keinen grünen Wert hat, dann weiß man, dass man die Agentur wenigstens knebeln kann, im Vertrag zu sagen, hey, ich erwarte bei Seeability 90 plus, ich erwarte bei PageSpeed 90 plus und dann ist die Leistung abgenommen, sonst nicht. Ne? Ja, super spannend. Du hast es eben ein paar Mal erwähnt, dass ihr auch Agenturleistungen erbringt. Das will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Das wäre wahrscheinlich, wie man eine Online-Marketing-Agentur betreibt, wäre wahrscheinlich wieder eine neue Folge. Wir sind schon fast bei einer Stunde hier angekommen. Aber kannst du gerne auch noch mal ein paar Worte zu sagen, was ihr da gemacht habt, wie es dazu gekommen ist, vielleicht auch, was so euer Leistungsportfolio angeht. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt: Boah, habe ich gar keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Anscheinend macht der Matthias das ganz gut mit seinem Team. Wie kann ich den erreichen? Nenn auch gerne Ross und Reiter und den Namen, wie sie dich finden können. Vielleicht meldet sich jemand, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ja, genau. Also unter viereck-media.de, 4 ist numerisch, findet man uns, unsere Website. Wir sind da irgendwie reingekommen, einfach durch die Inhalte, die wir vorher als Lern-DVDs und als Downloads bereitgestellt haben, weil wir haben gezeigt, wie man eine Website gestaltet, wie man Bilder bearbeitet, Photoshop, wie man 3D-Visualisierung macht, Designs erstellt mit InDesign etc. Und so kamen halt die Anfragen ganz automatisch irgendwann. Ihr könnt es auch machen. Und eigentlich wollten wir es halt nie, weil Kundenprojektgeschäft ist halt nicht so skalierungsfähig wie so ein Subscription-Modell. Weil wenn wir bei Tutkit 100 Kunden mehr haben oder 1000 Kunden mehr, dann wird sich unser Team gar nicht großartig verändern. Ja, auch im Support nicht. Wenn ich nur 3 Agenturkunden mehr auf einmal habe, dann brauche ich schon wieder vielleicht einen Projektmanager, brauche ich noch einen Entwickler. Und daher machen wir die Agentur immer so, einfach nur, um eine gewisse Glaubwürdigkeit für unsere Inhalte nochmal zu haben, zu sagen, schaut in unsere Agenturseite rein, schaut euch an. Wir haben auch einige Awards bekommen und wir machen eigentlich wirklich coole Sachen, glaube ich, wenn man sich das anschaut und versuchen da jedes Projekt wirklich zu einer guten Referenz für uns machen, für eine gute Referenz unserer Arbeit, weil wir damit einfach belegen wollen, dass die Tutkit-Inhalte so wertvoll sind. Das heißt nicht, dass bei der Agentur die Tutkit-Inhalte verwertet werden, aber das ist halt ein Standard, ja, dass man sich das vorstellen kann. Ja, okay, spannend. Also Viereck Media verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung dann hier unten drunter. Die 4 als Zahl geschrieben für jeden, der da Genau. sagt, ich hab 2 linke Hände, 10 Daumen und ich möchte ein cooles Referenzprojekt werden. Ja, Genau. genau. Einfach mal reinschauen. Also, ich glaube, wir machen einen ganz guten Job, ja, tatsächlich. Und mittlerweile hat es uns auch so ein bisschen verschoben mit unseren eigenen Interessen. Irgendwie ist das so, wir beschäftigen uns da seit 2 Jahren sehr intensiv mit Suchmaschinenoptimierung und waren die letzten Projekte viel mit Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed, ja, wo man sagt, es passt irgendwie immer so. Es ist so, ja, wie so eine Energie, die über unseren Unternehmen wabert und auf einmal sagen, Leute, ey, da muss ich hin, weil da ist die Energie genau für diese Leistung da, ja. Ich bin nicht spirituell, aber manchmal ist es halt wirklich, es gibt keine Zufälle, ja. Wer weiß. Ja, genau. Wer weiß, wie es dazu kommt. Und wenn ihr in dem Bereich auch gut seid, warum nicht? Also bietet sich ja an, warum solltet ihr dann in so einer Phase, wo ihr 2 Jahre nur sowas macht, plötzlich, was weiß ich, Brand Identities gestalten oder so, wenn das gerade gar nicht bei euch stattfindet im Kopf, in der Form. Ja, super. Dann vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Du hast jetzt ja auch schon einiges an Lebenserfahrung gesammelt und auch schon mehr als 20 Jahre Selbstständigkeitserfahrung gesammelt.
hier hören auch viele Neugründer zu oder Leute, die noch nicht gegründet haben, die vielleicht noch überlegen, soll ich das machen, ja, nein, oder die ganz am Anfang ihrer Reise stehen. Wenn du so zurückschaust, gibt es denn so ein, zwei Sachen, ein, zwei Tipps, wo du sagst, boah, das möchte ich diesen Leuten mitgeben, das würde ich dir wünschen oder diesen Fehler habe ich gemacht, lass dir bitte sein, könnt ihr gleich überspringen. Kommt dir da irgendwas in den Sinn? Ich glaube so tatsächlich, wenn ich mit Agenturkunden auch immer verkehre, frage ich auch immer, was war so der wichtigste oder der größte Fehler, den ihr gemacht habt. Und alle Fehler sind meist in der selben Kategorie und es hat mit dem Personal zu tun. Ja, und da gibt es immer große Enttäuschungen etc. Und bei mir war es auch tatsächlich so, dass man zu lange an den falschen Leuten festhält. Und mit vielleicht Man muss ja gar nicht aufs eigene Team projizieren, sondern die falschen Kunden vielleicht, ja, die Energievampire sind, keine Wertschätzung der eigenen Arbeit gegenüber haben oder halt, weiß nicht, in anderer Form ein Zwänge zuteil werden lassen. Ja, also zu lange an den falschen Leuten festhalten, ist, glaube ich, einer der Fehler, die ich gemacht habe. Und wenn ich so nochmal zurückblicke, was zu spät in meinem Leben wirklich als Gewohnheit sich etabliert hat, war Fortbildung. Sollte viel, viel mehr lesen, viel, viel mehr Videos sich anschauen, Dinge, auch Konferenzen besuchen, weil man da oft Dinge lernt, auf die man so gar nicht von sich von selbst da in seiner Blase stoßen würde. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen. Also jetzt auch für den SEO Day, da habe ich mir die Vorträge vom letzten Jahr alle angeschaut, um zu gucken, was machen die anderen. Und ich habe da echt noch ein paar gute Tipps mitnehmen können, obwohl ich hier im Hintergrund, da liegt hier so ein tausendseitiges Superschienen-Optimierungsbuch, ne? Ja, die von Sebastian Erlhofer, die Standardwerk. Aber trotzdem findet man immer wieder neue Tipps und sagt, cool, habe ich noch gar nicht auf der Platte, dann schreibt es direkt hier auf und bringt es dann rein in sein Projektmanagement. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, dass man Lernen als Erfolgsgewohnheit etablieren muss. Und das war so sehr wichtig in meinem Leben. Und Nummer drei, was glaube ich wichtig ist, wenn man selbst projiziert, wo will man hin, dass man nicht nur den Papi fragt und auch nicht vielleicht seine eigene Frau fragt nach Tipps, sondern den, der dort steht, wo man selbst hin möchte. Wie würdest du es machen? Ja, welche Tipps für mich jetzt? Und das ist, glaube ich, da kriegt man Einblicke und auch Hilfestellung tatsächlich. Interessant ist tatsächlich, vielleicht führt es jetzt so weiter, so, aber meine Frau ist Lehrerin an so einem Elite-Gymnasium, ein Internats-Gymnasium, wo hier in Torgo, Schloss Torgo, die sind manchmal im Fernsehen mit Gedächtnisweltmeisterschaften zu, da kostet, wenn man da sein Kind hinschickt, knapp 4.000 Euro. Und da ist sie also einer der wenigen Internate in Deutschland. Ne? Und sie hat für die Berufsorientierung 50 Eltern befragt, jetzt über die Kinder, in einem Fragebogen. Und ich habe gesagt, Mensch, lass die Kinder doch mal fragen, über den Lebensweg der Eltern und die Ratschläge, die sie haben, was würden sie machen, Ausbildung, Studium und was würden sie dann machen und sowas. Ne? Das waren unschätzbare Einsichten. Und das Interessante war, die Eltern, die haben so intensiv geantwortet, da war mir klar, so oft kriegen sie diese Fragen gar nicht gestellt. Das heißt, wenn man mal wirklich jemanden, der erfolgreich ist, um Hilfe bittet und fragt, hey, wie würdest du es machen? Erstens, das ist eine unheimliche, ehrliche Form der Anerkennung und die Leute helfen einem sehr gern. Also man darf nicht erwarten, dass die Leute einen da verstoßen oder sagen, du musst selbst hier deinen Weg gehen. Nee, die Leute werden dann schon die Hilfe nehmen wollen. Ja. Ja. Also gerade Punkt Nummer drei kann ich 100% unterschreiben, auch wenn man insgesamt jetzt nicht nur zum Thema Ziele finden und so Fragen hat, sondern vor allem auch bei operativen Sachen oder teilweise auch Kontakte. Ich habe einen Menschen gefragt, wo ich wusste, dass er eine bestimmte Person, die ich gerne sprechen wollte, kennt. Kannst du mich da bitte verknüpfen? Das und das habe ich vor. Ich bin total beeindruckt davon, wie er oder sie das gemacht hat. Und nichts lieber als das. Also ganz viele Leute, die schon sehr weit sind, freuen sich auch extrem, weiterzuhelfen, weil denen das irgendwann mal vor vielen Jahren vielleicht auch ähnlich gegangen ist und die ganz genau wissen, dass manchmal ein bestimmter Kontakt, ein bestimmter Tipp, ein Hinweis, eine Ansicht, eine kritische Gegenfrage oder auch eine Bestärkung in einer gewissen Richtung, dass das manchmal schon von einer Person ausreicht. Es gibt so Schlüsselmomente oder Schlüsselpersonen und die können so unfassbar viel auslösen. Ich habe da selbst eine Person, die mir im Hinterkopf ist zum Beispiel, die habe ich durch eine kalte E-Mail, wo ich am Anfang auch ein bisschen Schiss hatte, ob ich das machen soll, kennengelernt. Das ist heute einer meiner besten Freunde und 50% von meinem beruflichen und auch privaten Netzwerk sind aus dieser einen Person heraus entstanden. Ganz viele extrem erfolgreiche Gründer, die ich kennengelernt habe, Unternehmenslenker, ganz viel Marketingwissen habe ich durch diese Person und seine Firma bekommen. Und das kam am Ende nur durch eine E-Mail, wo ich ein bisschen Schiss hatte, ob ich die schreiben soll oder nicht. Also ganz, ganz häufig freuen sich erfolgreiche Menschen, wenn die anderen weiterhelfen können. Wenn das
nicht so komplett offensichtliche und einfache Low-Hanging Fruits sind, die für jedermann erreichbar werden. Also ein billiges Lob wollen die nicht hören, aber wenn sie merken, das ist eine ehrliche, aufrichtige Nachfrage, wie hat man es gemacht und was würden sie empfehlen? Ne? Wenn man sagt, ey, wie ist dann ihre Meinung, was würden sie empfehlen an meiner Stelle? Ne? Und ich glaube wirklich, das ist eine Art der Wertschätzung und die Leute werden sich dankbar zeigen und alles offenbaren, was man möchte. Ich glaube, gerade in höheren Kreisen ist es auch ein bisschen einfacher sogar, weil da viel weniger Wettbewerb ist. Vielleicht ein Beispiel, ich habe von einer Person, die hier auch schon mal im Podcast oder Interview war, da wusste ich, dass sie gut befreundet ist mit Dirk Rossmann, dem Gründer von Rossmann. Und habe ich gefragt, ja, Entschuldigung, Herr, sowieso würde es Ihnen was ausmachen? Ich finde es eine super spannende Gründerperson. Können Sie mich vernetzen? Und am nächsten Tag hatte ich halt eine E-Mail von der Chefsekretärin im Eingang, wo ich sagte, Wahnsinn, ich habe ganz normal gefragt, ich musste nicht mal mich überschlagen in Freundlichkeit. Das war eine ganz normale Frage, so als ob ich dich frage, hast du mein Kaugummi oder so? Oder kannst du mir mal die Nummer von deinem Heizungssanitärmenschen geben, wenn mir tropft der Wasserhahn? Also eine ganz normale Frage und ich glaube, dass die teilweise gar nicht häufig gestellt wird. Und deswegen ist da viel weniger Wettbewerb und kann ich definitiv empfehlen und deinen Punkt voll unterstreichen. Aber herzlichen Dank schon mal im Namen der Zuhörer und Zuschauer für deinen Rückblick und für den Einblick vor allem auch in deine Firma und Firmen. Fand ich total beeindruckend, gerade weil ich eure Seite schon seit Ewigkeiten kenne. Wie gesagt, bin da als junger Mensch mit kaum Bartwuchs damals schon auf PSD-Tutorials gelandet und habt da meine kläglichen Versuche, Photoshop zu bedienen, habt ihr auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Von daher richtig schön, dass wir hier mal in dem Rahmen sprechen konnten. Ich fand es auch super interessant, mal hinter die Kulissen von einem Abo-E-Commerce-Business zu schauen im Digitalbereich. Ich kenne das so in der Form nicht. Jetzt haben wir gar nicht über die Stärken und Schwächen von Abo im E-Commerce, vor allem im Digital-Kontext, gesprochen. Vielleicht hätten wir das nochmal für eine weitere Folge auf. Viel Erfolg, wenn wir die ersten Erfahrungen haben mit der Internationalisierung, weil das wäre ja auch, glaube ich, interessant, dass wir sagen, machen wir so einen Split-Podcast und sagen, okay, einmal über das Abo-System und dann, wie geht man an so eine Internationalisierung, was waren die Fehler, die wir gemacht haben, was wollen wir heute anders machen, sind da, glaube ich, gute Einblicke, weil nicht jeder zieht das ja so in diesem Maße durch dann am Ende. Und was können wir dann empfehlen, um das besser zu machen als wir jedenfalls? Definitiv, super. Ja, die Einladung oder die Zusage nehme ich hiermit schon mal gerne an, gerne eine Fortsetzung mit Update, gerade im Bereich Internationalisierung, mit KI-Support. Da gibt es, glaube ich, auch noch nicht so viele Referenzen, die das in der Skala vor allem gemacht haben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, weil wir haben ja wirklich dann eine neue Herausforderung und neue Probleme. Für uns ist ja zum Beispiel auch so, wie gehen wir jetzt damit um? Das heißt, bei uns wird da wirklich alles, das ist Rechnungswesen, Newsletter und auch der Kundensupport. Und das heißt, es wird über das Kontaktformular auf Norwegisch eine E-Mail reinkommen. Und das heißt, die muss dann direkt übersetzt sein auf Deutsch. Wir antworten auf Deutsch, geht aber in Norwegisch wieder raus. Und wie wir sowas eins lösen, da würde ich mich wirklich sehr freuen, dir und deinen Zuhörern einen Einblick zu geben. Wir wissen es selbst noch nicht, wir werden es aber lösen, davon bin ich überzeugt. Wir werden es auch bestimmt als Case Study nochmal aufbereiten, dann irgendwann für irgendeinen anderen Podcast oder für irgendeinen SEO Day oder so, ja. Und mal gucken, aber wir sind selbst gespannt. Und vor allem ist es ultra interessant, was gerade passiert, weil ist halt eine Schnelligkeit gerade. Bei uns hier was im Unternehmen und in unserem Umfeld und daher begeistert uns einfach. Und man ist auch am Team. Ne? Das Team ist da wirklich getragen von dieser Idee, von dieser Vision, dass wir bald da das Ganze da ausrollen. Das ist cool. Gemeinsame Vision. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch ein spannendes Ding und auch ein toller Meilenstein. Wenn ihr den erreicht habt, gemeinsam könnt ihr euch auf jeden Fall gegenseitig auf die Schulter klopfen. Auch wenn es die künstliche Intelligenz zum Großteil die Laufarbeit macht, aber das Ganze drumherum, das Design von so einem Prozess und das Durchführen ist auf jeden Fall auch eine Riesenleistung. Dafür drücke ich euch natürlich total die Daumen. Ich wünsche euch alles Gute, allzeit hohe Umsätze und natürlich auch viel Traffic. Dankeschön für deine Zeit und bis bald.